Ja, und die ist müde. Das kann man hier nicht verübeln. Sie ist ja neu in der Gruppe. Beratsglocke. Gut, damit ist das Gebiet auch aufgedeckt. Sind drei Hochplateaus. Da war die Pferdekoppe oder Kuhkoppe, Rinderkoppe, was auch immer. Wir ziehen uns nach Khe Nuha zurück. Es dauert 18 Stunden. Dort schlafen wir mal in Ruhe. Schauen uns die Ausbauten dann an, die wir gemacht haben schon. Und dann reisen wir weiter auf direktem Wege zur Brücke nach Trutzbucht. Und was ich auf jeden Fall noch machen sollte: Tagebuch, Notizen, neuer Stellen, Goldtal. Auf jeden Fall Redrick töten. Redrick töten. Tempel nach Secrets durchsuchen. Das ist mir nämlich beim Offscreen-Spielen mit meinem Paladin Brenno ja aufgefallen. Da sind sehr viele Secrets noch versteckt, die ich gerne holen möchte. Schwarzauen. Kann ich die Notiz irgendwie löschen? Jo. Und Talholz will ich auch gerne löschen. Ja. Khe Nuha. Keller Spinnenkönigin Danger. Nein. Dies will ich auf jeden Fall noch behalten. So. Ich will jetzt erst einmal hier oben in meine Leuchthöhle. Festung Khe Nuha und die Leuchthöhle. Alles andere ist noch leider etwas baufällig. Ich schätze mal, das hier ist das Forsthaus. Das ist die Schmiede. Das erkenne ich ja dem Amboss davor. Das hier wird die Alchemistenglocke. Nee, das ist der Tempel. Das hier wird der Tempel sein. Ich kann ja mal kurz gucken. Also, Hauptburg. Müsste ich instand setzen. Westlicher Wachturm erfordert Hauptburg. Burghof. Hauptburg erfordert westlicher Wachturm. Westlicher Wachturm erfordert Hauptburg. Ja, das sind die ganzen Sachen, die mich, die meine Leuchthöhle eigentlich besser machen. Händlerstand. Genau, hier Handwerkshalle. Kuriositätenladen. Halle der Magierschmiede. Kapelle, genau, das müsste die Kapelle sein. Das könnte. Das ist die Schmiede auf jeden Fall. Wir werden ja alles sehen. Auf jeden Fall sieht die Leuchthöhle schon mal von außen sehr vielversprechend aus mit den grünen Blumen. Der Rest sieht leider noch heruntergekommen aus. Und da ich hoffe, dass das Spiel noch eine ganze Weile geht, werde ich mich jetzt nicht dazu drängen. Aber das sieht schon mal schön imposant aus. Hier. Was hat er gerade genau gesagt? Langsam wird es hier zu schön. Wenn du anfängst, schicke Abendgelage zu veranstalten, können wir keine Freunde mehr sein. Jo. Naja, die beiden Orte hier müssen noch aufgehübscht werden, aber das Obergeschoss sieht gut aus. Sieht schon mal recht gut aus. Ich krieg halt noch keine Boni, wenn ich hier raste. So, Feuerstelle ist abgeschlossen. Dann gebe ich jetzt noch die letzte Ausbaute der Feuerhöhle in Auftrag. Der Leuchthöhle. Und zwar das Labor. Was auch immer mir das bringen wird, ich gucke mir jetzt mal die Küche, die Feuerstelle an. Vielleicht kann ich dort ja bessere Sachen kochen oder so.
Ja, also das hier ist, ja, das hier ist schon mal die Feuerstelle. Über der Feuerstelle wird ein gehaltvoller, herzhafter Eintopf. Schick. Und das hier wird dann das Labor werden. Also ja, das sieht man, ein Teil ist schon mal etwas ansehnlicher geworden, der hier. Die neuen Regale verströmen den Geruch, ja. Aber hier sind noch überall Spinnweben und so, und das Labor selber sieht noch etwas vergammelt aus. Jo. Dann würde ich mal sagen, auf nach Trutzbucht in die große Stadt. Und da müssen wir die Mauer mehr und die Festung mehr und mehr ausbauen. Hey cool, unsere Brücke ist sogar jetzt beleuchtet. So, verlassen wir mal Kate nur. Oh, sie hat uns was zu sagen. Sagani schließt zu dir auf mit ihrem Fuchs an der Seite und setzt sich neben dich. Selbst wenn du mir was vormachen sollst, es ist schön, wieder in einer Jagdgemeinschaft zu sein. Da du so weit gereist bist, muss es wichtig für dich sein, Persok zu finden. 5 Jahre für mich. Für Itomak müssten das um die 30 sein. Als der Fuchs seinen Namen hört, schaut er auf. Niedlich. Was für ein Abenteuer. Sie grinst müde. So hat es auf jeden Fall angefangen. A long time away from my family. Before, I'd crossed the tundra of Nasitok following caribou herds. I didn't want to leave Kelu and our children, but I was eager to visit lands my people rarely do. But 5 years without finding him. It's like 2 hours of necking. I'm ready to be done with it. Es ist eine lange Jagd gewesen. Sie sägt ihren Bogen zurecht, den sie über der Schulter trägt. Eine lange Zeit ohne meine Familie. Früher überquerte ich die Tundra von Nasitak auf der Spur von Karibu-Herden. Ich wollte Kalu und unsere Kinder nicht verlassen, aber ich war begierig darauf, Länder zu besuchen, die meine Leute sonst kaum besuchen. Aber 5 Jahre ohne ihn zu finden. Sie kratzt mir an einer Schwiele an ihrem Mittelfinger. Ist wie 2 Stunden Knutscherei. Ich bin bereit, es abzuschließen. Warum musst du Persok denn finden? Soul Recovery is an old village tradition. We call it the Tarnak Ilitsok. Once in a generation, we seek the soul of a much respected and long dead village elder. We tell him what's changed in the village, how people remember him. The only other Tarnak Ilitsok during my lifetime happened when I was a girl, not long after Persok died. We feasted on blubber and fermented milk for a week, and we honored the chosen huntress as a hero. Seenbergung ist eine alte Dorftradition. Wir nennen es Tarnak Ilitsok. Sie seufzt. Einmal in jeder Generation suchen wir die Seele eines hoch angesehenen und längst verstorbenen Dorfältesten. Wir erzählen ihm, was sich im Dorf verändert hat, wie sich die Leute an ihn erinnern. Die einzige andere Tarnak Ilitsok in meinem Dorf fand statt, als ich noch ein Mädchen war, nicht lange nach Persoks Tod. Wir labten uns eine Woche lang am Walfischbeck und fermentierter Milch und dann ehrten wir die auserwählte Jägerin als Heldin. Then she left and we returned to our duties. We still sang her name to the skies during festival season, but we otherwise didn't speak of her. Dann ist sie gegangen und wir haben uns wieder unserer Pflicht gewidmet. Wir haben ihren Namen bei Festen weiterhin im Himmel gesungen, aber ansonsten haben wir nicht von ihr gesprochen. Ich bin sicher, dass sich dein Dorf noch an dich erinnert. Das ist wild von dir, aber ich bin nicht so zerbrechlich, dass ich meinen Namen in den Versammlungshallen gesungen hören muss. Es
It's not being forgotten by my village that troubles me. But sometimes I wonder how my husband and children remember me. If they think of me often. Ich mache mir keine Sorgen darüber, von meinem Dorf vergessen zu werden. Aber manchmal frage ich mich, ob sich mein Mann und meine Kinder an mich erinnern, ob sie oft an mich denken. Das muss schwierig sein, natürlich tun sie das, das müssen sie. Zu ihnen zurückkehren, darauf kommt es an. Sie nickte praktisch und wahr. Still, there's no point in dwelling on it. More often I find myself wondering whether Persak will remember us. You claim to see souls. What do you think? Do you remember your past lives? Sie seufzt. Trotzdem macht es keinen Sinn, sich damit aufzuhalten. Ich frage mich öfter, ob sich Persak überhaupt an uns erinnern wird. Sie blickt dich von der Seite an. Du behauptest, Seelen zu sehen. Was glaubst du wohl? Erinnerst du dich an deine vergangenen Leben? Ja, in Fragmenten. Sie lehnt sich eine Haaresbreite näher zu dir. Wirklich? Wie fühlt sich das an? Frustrierend, ich wünschte, ich wüsste mehr. Ich habe viel über mich selbst gelernt, manche Teile mag ich, andere nicht. Unbehaglich, das alles. Ich würde das alles so gerne so schnell wie möglich vergessen. Das ist merkwürdig. Meistens fühlt es sich so an, als ob ich verrückt werden würde. Sie lehnt sich zurück. Ich beneide dich nicht. Ich sollte mich wohl glücklich schätzen, dass ich mich nur um das vergangene Leben einer anderen Person sorgen muss. Makes me wonder what Persak remembers about our village. Or if a turn at the wheel has yanked the details out of his mind, like it does for most of us. Das macht mich stutzig darüber, was Persak noch über unser Dorf weiß. Oder ob es ihm eine Runde am Rad, wie bei den meisten von uns, die Einzelheiten aus dem Verstand gerissen hat. Was würdest du ihm über den Dorf erzählen? Persak ist probably much the same as it was 100 years ago. We live between tundra and frozen forests, and the land takes as much as it gives. But our hardships bring us together. And the elders truly unite us. They keep the stories of past generations and they guide us from season to season, through good years and lean. Sie streift sich einen Zopf hinter ihre Schulter. Masuk ist heute wahrscheinlich genauso, wie es schon vor 100 Jahren gewesen ist. Wir leben zwischen Tundra und gefrorenen Wäldern und das Land gibt es so viel, wie es nimmt. Unser Unbill aber bringt uns näher zusammen. Und durch unsere Ältesten werden wir wirklich geeint. Sie bewahren die Geschichte vergangener Generationen und sie führen uns von Jahreszeit zu Jahreszeit durch gute und magere Jahre. Itumak streift gegen ihre Hüfte, worauf sie ihm am Kopf kratzt. In jüngster Zeit hat es viele gute Jahre gegeben. Meine Tanten sagen, dass wir aufgrund der Jagdgebiete, bei deren Einrichtung Persak beteiligt war, weniger Scharmützel mit den Nachbardörfern hatten. In schlechten Jahren verlassen wir uns auf den Handel mit den Kaufleuten, die an unserer Küste vorbeikommen. Wir tauschen Walrossstoßzähne und Robbenpelze für Getreide, das uns durch die harten Winter bringt. Viele dieser Abkommen hat ebenfalls Persak eingefädelt. Sie hält das Bärenfigürchen hoch. Diese Figürchen hat er von einem der Mauerschiffe bekommen, die mit uns Handel trieben. Masuk muss ein Dorf mit starkem Zusammenhalt sein. Ihre Stimme wird leiser als Familie. Sie stopft den Adrabär zurück in ihren Rucksack aus Karibuhaut. Klingt aber danach, als ob du auf deiner eigenen Jagd unterwegs wärst. Spürst du den Nervenkitzel der Verfolgung oder bist du bereits bereit für das Ende dieser Jagd? Es ist zu früh, um das sagen zu können. Ich genieße mein Abenteuer. Jeden Tag bringt einem etwas Neues, so wie... Jetzt herumzurennen hält mich davon ab, was mir wichtig ist. Ich hatte gehofft, mich niederzulassen. Spielt das eine Rolle? Ich habe eh keine große Wahl. Ich genieße mein Abenteuer. Jeden Tag bringt einem etwas Neues. Sie lacht und schlägt sich aufs Knie. Genau das, was ich von einem kernigen Naturburschen erwartet hätte. Eins ist sicher, es ist wirklich erfrischend, mit jemandem zu reisen, der den Geruch einer frischen Spur zu schätzen weiß. Oh cool, sie geht darauf ein, weil ich auch ein Ranger bin, ein Jäger. Sie steht auf und streckt sich, sieht sich um. Wir haben die Dunkelheit auf unserer Seite. Sollen wir weiterziehen? Ich möchte mich gerne noch etwas länger unterhalten. Ich glaube, das sind Sachen, die ich sie auch so fragen kann, oder? Hm? Jo. Das muss ich eben mal bei Gelegenheit so eine Doppelfolge macht, bei der ich mit allen Chars einmal spreche und die ganzen Hintergrundinformationen über sie hole.
Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt wollte ich, wie ich erstmal zur Brücke von Trutzbucht. Hoffentlich kommen wir diesmal heil darüber.